und arbeite aber nicht nur als Modefotograf, sondern shoote aktuell auch sehr viele Models fürs Book, das heißt für die Agenturen selbst, damit diese Models dann fertige Bilder haben und bei Kunden professionell dargestellt werden können. Genau. Der erste Punkt ist Ausstrahlung. Also, dass einfach jemand beim Shooting oder auch hinter der Kamera einfach jemand sehr präsent ist und auch Ausstrahlung generieren kann. Egal, ob die positiv ist oder ob es wie bei High Fashion jetzt eher, sage ich mal, eine sehr starke Ausstrahlung ist, also ein sehr markantes Gesicht ist. Und das nächste ist einfach auch der Wille dazu, sich zu öffnen vor der Kamera. Auch mal neue Sachen auszuprobieren. Nicht immer nur dieselben Sachen abzuspielen, die man eh schon kennt oder die, wo man selber weiß, man sieht darin vielleicht gut drin aus, sondern dass man wirklich sagt, okay, wir sind heute bei Shooting X, es geht heute vielleicht um Autos und ich probiere jetzt Posen oder auch Bewegungen aus, die dazu passen. Dementsprechend hat wirklich so eine Wandelbarkeit, Ausstrahlung und einfach auch Spaß am Shooting. Ich finde, man sieht immer, ob Leute wirklich mit Leidenschaft dabei sind und sagen, ich gehe jetzt hier auf und versuche mich immer zu verbessern, oder ob die einfach das so durchspielen und sagen, okay, ich mache jetzt hier so mein Ding und sehe halt cool aus und stelle mich jetzt da so hin und passt schon. Genau, das sind so die wichtigsten Punkte, würde ich sagen. Gerade bei Germany's Next Topmodel wird ja oft gezeigt, dass Shootings immer sehr spektakulär sein müssen. Man sitzt nackt auf dem Eisblock, man reitet auf Elefanten durch die Wüste und solche Sachen. Da geht es natürlich um eine gewisse Show. Es geht darum, etwas Spektakuläres zu zeigen. So, die wirkliche Modewelt sieht komplett anders aus. Meistens hat man da auch ein deutlich kleineres Team. Bedeutet, meistens ist der Kunde mit am Set. Dort sind vielleicht noch drei, vier weitere Assistenten mit dabei. Der Fotograf, Stylistin, Visagistin, eventuell noch ein Hairstylist. Das war's. Oder gegebenenfalls noch andere Models. So, die Stimmung ist da meistens deutlich entspannter. Meistens wird erstmal das Set aufgebaut, die Visagistin macht erstmal das Model in Ruhe fertig, es wird gefittet. Das heißt, es werden die ersten 3, 4 Stunden wird erstmal ganz, ganz viel vorbereitet und das Model braucht erstmal ganz, ganz viel Geduld. Weil es wird erstmal rumsitzen, es muss warten, Shooting ist noch nicht bereit, Visagistin ist vielleicht noch nicht da. Also man braucht sehr, sehr viel Geduld als Model und es ist alles andere als so spektakulär, wie es sonst gezeigt wird. Speziell beim Online-Shop ist es vielleicht sogar gerade so. Jeder kennt von euch ASOS oder auch Zalando. Die produzieren zum Beispiel ihre Bilder selbst in eigener Produktion. Und da ist es tatsächlich so, man ist in einem riesengroßen Studio, wo wirklich wie in einer Pferdebox Ställe quasi aufgebaut sind, wo überall eigene Fotografen und Sets stehen. Und man wird dann quasi von Set zu Set durchgejagt und muss dann einmal dahin Posen abliefern, zum nächsten Posen abliefern. Zur anderen Seite, dann wird man vielleicht noch videografiert, also muss noch Videos machen. Das heißt, das wirkliche Leben eines Models ist nicht wirklich so spektakulär. Wenn man irgendwann ich sag mal, ein gewisses Level erreicht und vielleicht ein internationales Topmodel ist, was auch spannende Magazinshootings macht, dann kann es durchaus sein, dass man mal mit Geparden irgendwo in Afrika shootet oder vielleicht an einem wunderschönen Strand in einem ganz langen Kleid langläuft. Aber der grobe Modelalltag heißt Geduld, viel reisen, frieren, schwitzen. Und vor allem einfach, ja, Geduld. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Also erstmal, dass man überhaupt ans Set geht und nur ein Foto wird geschossen, ist schon mal sehr unrealistisch. Normalerweise ist es so, dass man wirklich einen ganzen Tag oder den halben Tag produziert und je nach Fotograf macht man dann mit einem Model von 400 bis 1500 Fotos. So, und am Ende sucht der Kunde dann vielleicht die 4, 5 Bilder raus. Also es stimmt, dass man immer nur eine geringe Anzahl an Bildern am Ende nutzt, aber der Amount der Bilder ist deutlich größer normalerweise. Und eigentlich ist es auch immer so, dass man quasi an ein Set geht und im Hintergrund sitzt der Kunde am Bildschirm, guckt sich die Bilder an und sagt immer, wenn man quasi die Bilder fertig hat und er genug hat von dem Outfit und es wird mehr produziert. Also ein Foto unrealistisch. Generell braucht man sehr, sehr viele Fotos immer, um überhaupt mal, ich sag mal, eine schöne Auswahl zu haben. Das hängt natürlich aber auch immer vom Fotografen und Model ab. Also manchmal hat man nach den ersten 100 Bildern davon 70 gute und bei anderen, manchmal dauert es vielleicht länger, dann macht man 1000 Bilder und hat am Ende die 20, 30 gute Bilder. Für ein Model selbst braucht man sehr, sehr viele Shootings und vor allem super viele Fotos. Also man hat niemals ein fertiges Modelbook nach 6 oder 7 Fotografen. Da geht es auch um die Erfahrung, dass man einfach auch mal lernt, okay, wie arbeite ich mit einem Fotografen, der sehr ruhig ist, der zum Beispiel mit mir gar nichts sagt, also der mir weder Posen vorgibt, noch mir das Feedback gibt, ob das jetzt gut oder schlecht war.
Oder wie geht man zum Beispiel mit einem Fotografen um, der sehr nervös ist, hektisch ist und der sehr, sag mal, eine Unruhe auch ans Set bringt? Ne? Das sind jetzt zum Beispiel nur die Themen, wie gehe ich als Model mit Fotografen um? Da warst du ja auch noch Visagisten, Stylisten, du hast verschiedene Stimmungen in den Studios, vielleicht auch verschiedene Licht oder manchmal stehst du auf Schuhen, auf denen du vielleicht gar nicht gut stehen kannst. Ne? Also all solche Sachen, daraus lernt man als Model und deswegen braucht man viele, viele, viele Shootings, damit man erstmal zum Model wird. Bei Modeln gibt es speziell auch natürlich Models, die haben Talente. Das heißt, es gibt manchmal junge Mädels, die fangen gerade erst an und können das schon deutlich besser als manche andere Models, die das vielleicht schon 4, 5 Jahre machen. Aber im Groben merkt man das, besonders jetzt auch in der Werbefotografie, sind die Models immer sehr erfahren. Das heißt, die haben schon sehr viel gemacht, die haben schon viel gesehen. Die sind nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen, wenn mal irgendwas nicht so gut funktioniert. Und all das sind Stichpunkte, die ein Model ausmachen am Ende und eben auch, ob ein Model gut ist oder ob es nur ein, sag ich mal, semi-professionelles Model ist. Schwierig. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Geschmackssache, wie komme ich dann jetzt bei dem Fotografen an oder was will der Fotograf von mir? Ich würde, wäre ich jetzt, sag ich mal, ein New Face Model und wäre jetzt erstmal in so einem Set, würde ich mir immer erstmal Gedanken darüber machen, was ist das hier und was haben wir vor? Was habe ich für Klamotten an und was wollen wir repräsentieren? So, habe ich vielleicht einen teuren Armani-Anzug an und es geht vielleicht eher darum, einfach nur cool dazustehen und böse zu gucken? Oder habe ich jetzt vielleicht ein Outfit an, was sportlich ist, wo ich wirklich Bewegung zeigen muss? Ne? Also ich glaube, an erster Stelle sollte immer das Bild stehen und erstmal zu schauen, okay, was ziehe ich hier an und was will ich präsentieren? So, und der nächste Punkt ist dann zu schauen, wie kann ich mit dem Fotografen umgehen, dass wir eine entspannte Stimmung schaffen? Ne? Ist der Fotograf so drauf, dass er vielleicht einfach ein bisschen aufgelockert werden will? Versuche ich es vielleicht mit smarten Witzen oder einfach mit einer lockeren Art? Ist der Fotograf genervt, versuche ich einfach durch eine ruhige Atmosphäre ihn so ein bisschen wieder runterzubringen. Ich glaube, deswegen ist es auch so spannend, gerade bei uns in der Fotobranche, dass man einfach mit Empathie und auch mit sozialen Gegenüberstellungen sehr viel lernen muss und wenn man darin sehr gut ist, auch als Model sehr erfolgreich ist. Das heißt, zickige Models, auch dieses typische Klischee, was man hat, Models sind zickig, sieht man so gut wie gar nicht. Also die meisten Profi-Models haben einfach gelernt, mit Menschen umzugehen und auch so ein bisschen Menschen um den Finger zu wickeln und das eben auch beim Shooting. Einige Male, ja. Ich teile eine sehr schöne Erinnerung an Germany's Next Topmodel oder ich sag mal so, es hat bei mir mit meinen Anfängen zu tun. Als ich selber in meinem zweiten Jahr war als Fotograf, war ich selber großer Fan von Germany's Next Topmodel und habe das immer im Fernsehen gesehen, weil es für mich nochmal so eine Wahnsinnswelt war, auch mit diesen Shootings und auch diese Topmodels, das war für mich noch komplett neu. Also ich war wirklich noch ein ganz, ganz kleiner, aufstrebender Fotograf und habe dann immer fleißig Germany's Next Topmodel geguckt, um zu sehen, wie es da so läuft, weil ich dachte, das, was da präsentiert wird, so muss es ja wahrscheinlich auch sein in der wirklichen Welt. Und da gab es damals in der Staffel, so einer der ersten Staffeln, ich weiß nicht mehr welche genau, gab es ein Model, die hieß Viktoria Landratova. Große Frau, lange Beine, osteuropäische Gene, sehr, sehr schönes, markantes Gesicht. Und ich habe mich spontan einfach in diese Frau verliebt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt sogar eine Freundin, die war dermaßen eifersüchtig, weil ich nur noch vorm Fernseher stand und dieses Model angeschwärmt habe und davon geträumt habe, sie irgendwann mal zu shooten. War ein Traum. Ich habe weiter an mir als Fotograf gearbeitet und habe irgendwann überlegt, wie komme ich an diese Models von Germany's Next Topmodel ran? Und habe dann einfach mal ganz frech One-Eins angeschrieben, das ist die Agentur von Heidis Eltern. Und die haben mir dann tatsächlich einfach Viktoria geschickt. Und dann hatte ich ein paar Monate später Viktoria bei mir im Studio stehen und habe dann ein riesen Popö aufgefahren, habe mir irgendein Studio gemietet, irgendeine Designerin, die irgendwelche Metallstäbe und ein Outfit kreiert hat. Habe ich alles besorgt, weil dieses Model dann kam und ich wollte natürlich diese Germany's Next Topmodel-Welt initiieren. War mega aufgeregt und am Ende stand sie dann davor und ich habe gemerkt, einfach ein super süßes Mädel, die wenig jetzt als Model macht mittlerweile, ist jetzt glaube ich auch Mutter geworden und fernab von der Show ist aus ihr als Model leider gar nichts mehr geworden, obwohl sie meiner Meinung nach in der Staffel einer der, also die hatte mit das meiste Talent als Model was zu machen. Aber es war sehr ein schöner Moment und es hat mich halt motiviert weiter daran zu arbeiten, weil ich auch gesehen habe, dass sowas relativ schnell erreichbar ist und dass diese fernab Starwelt gar nicht so weit weg ist und mittlerweile weiß ich, es hat mit der eigentlichen Fotowelt ganz, ganz wenig zu tun. Natürlich Christian Schüller, muss ich einfach so sagen. Christian Schüller, alle, die Germany's Next Topmodel lange kennen, kennen ihn auch, der ist ja immer noch dabei.
mit einer der begnadendsten Fotografen, die es in der Welt gibt. Super kreativ, auch mit seiner Frau zusammen. Ich weiß nicht, ob es alle wissen, seine Frau ist ja Designerin, die macht auch ganz oft die Outfits bei diesen Shootings. Ganz, ganz toller Fotograf, sehr viel Fachwissen und fand ihn auch einfach super sympathisch bei den Staffeln. Ja, für mich müssen auch mehr solche Leute rein. Ich weiß, dass es bei Germany's Next Topmodel auch immer sehr viel um Show geht und um Publicity und einfach, was für einen Auftritt man hat. Und Christian Schuller ist jetzt auch ein eher ruhiger Typ. Vielleicht sind deswegen solche Typen nicht so gefragt. Aber ich glaube, gerade solche Menschen können halt wirklich auch mal im Fernsehen zeigen, wie geht so ein Shooting ab und was muss man als Model mitbringen. Also von daher auf jeden Fall Christian Schuller, mein Favorit.